es ist auch für mich sehr schwierig, weil ich habe viel erlebt da und es waren sehr schöne Momente. Und ganz kann man es eigentlich noch nicht fassen, dass das jetzt wirklich vorbei ist. Besonderer Moment ist, ja, es ist ein trauriger Moment auch. Das ist eine super Geste des Vereins, dass man sagt, man lädt die alten Spieler ein, die Legenden von damals. Alle Fußballer, die hier im Hanapi-Stadion spielen durften über einen gewissen Zeitraum und auch sehr viele Erfolge eingefahren haben, sind natürlich heute ein bisschen wehmütig. Man verbindet so extrem viel mit dem Stadion, wenn man 10 Jahre selber da gespielt hat, schon als Fan da war, im Nachwuchs hier gespielt hat, sogar auf der West gestanden ist. Das sind sensationelle Gefühle. Für mich war ein guter Augenblick. Also es war 7 Jahre bei Rapid, das ist nicht vergessen. Also viele Leute, es ist ausverkauft, viele Freunde, das ist wirklich für mich Grün-Weiß-Familie, das ist unglaublich. Auf der Süd, auf der Nord, auf der Ost und vor allem im Block West. Was da entstanden ist an Stimmung, einzigartig, und das ist der Mythos St. Hanapi. Mythos St. Hanapi, den haben eigentlich die Spieler mitkreiert, die heute hier beim Legendenmatch gespielt haben. Und Mythos, der wird immer aufrecht bleiben. Man kann sagen, es hat sich wieder mal ein Kindheitstraum für uns erfüllt, dass wir noch mal vor so einer Kulisse spielen haben dürfen, in einem gesetzten Alter, mit ein bisschen einem Vorbau. Die ganzen 20 Minuten, die ich gespielt habe, ist ein richtiger Film abgelaufen. Und ja, es war nicht einfach, da die Emotionen im Griff zu behalten. Für mich ist das absolute Highlight das Spiel gegen Dynamo Dresden, wo ich noch genau weiß, auf welchem Sitz ich gesessen bin. Das war für mich so der Inbegriff des Rapid-Geistes. 3-0 hinten sein, dann 5-0 gewinnen. Die Emotionen, das ist das Symbol. Und da hat der Mythos Hanapi-Stadion begonnen. Ich denke immer wieder an das Spiel gegen Dynamo Dresden, wo wir in Dresden 0-3 verloren hatten und zu Hause das Spiel dann mit einem 5-0 gedreht haben. Und das zeichnet einfach Rapid aus, dass wir eine große Familie sind, egal aus was für Generationen. Wir halten zusammen, wir sind einfach immer bereit, alles zu geben, und der Slogan "Gemeinsam kämpfen und siegen" wird allgegenwärtig, wird er akzeptiert. Abgesehen davon, dass ich natürlich vorher schon immer wieder im Weststadion und Hanapi-Stadion war, bin ich doch jetzt auch seit 22 Jahren jedes Match diesen Tunnel oder diesen Bereich herausgegangen, und heute haben wir doch bumm, ist zum letzten Mal in diesem Stadion. Es wurden hier sehr, sehr viele Erfolge eingefahren, sehr viele Feste gefeiert. Wir hatten hier Generationen an Superspielern und Trainern. Definitiv Gänsehaut-Feeling. Das ist Rapid, das ist das, was Rapid auszeichnet. Für mich war es schwierig, weil ich eben sehr lange hier gespielt habe und es doch irgendwie mein Rapid-Stadion ist. Und denke, dass es vielen Zuschauern genauso gegangen ist. Das Besondere, glaube ich, sind einfach die Fans. Wir haben ein Publikum, das wirklich eine sensationelle Stimmung macht, und ich hoffe sehr, dass sehr viele uns jetzt die nächsten 2 Jahre im Hapelstadion unterstützen. Sowas vergisst man nicht, sowas vergisst der Rapid-Fan nicht, und insofern, wie gesagt, die Stimmung heute war schon fantastisch. Ja, es war ein unglaubliches Stadion und mit einer unglaublichen Stimmung. Es hat es in ganz Österreich nicht gegeben, und ich denke aber, im neuen Stadion wird das genauso sein.
Freddy Körner dann singt, diese Rapid-Hymne, dann habe ich schon die eine oder andere Träne verdrückt. Es heißt Abschied nehmen mit einer großartigen Veranstaltung und jeder Abschied ist auch ein Neuanfang. Der Neuanfang heißt Allianzstadion und heute verabschieden wir uns würdig vom Gerd-Hanapi-Stadion. Einerseits ist es natürlich schade, dass es vorbei ist mit dem Stadion, aber andererseits ist es auch gut so, dass wir jetzt ein neues Stadion bekommen. Jetzt ist es einfach Ausschluss vorbei. Es war sehr, sehr schön, es war sehr emotional und ja, das war's jetzt.